Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Age of Empires 3 Cast und zwar zu einem schnellen 1v1. Es ist schon Sonntag und ihr seht's links, es haben mich jede Menge Leute angeschrieben. Ich hatte jetzt aber keine Zeit, noch rechtzeitig zu antworten. Bist du bereit? Ich spiele gegen den TPF, der ist Hauptfeldwebel, mit dem habe ich ja schon öfter zusammengespielt, den dürftet ihr kennen. Gegen den habe ich auch schon mal gespielt. Das dürfte ein ziemlich knappes Match werden. Ich habe extra Spanier genommen, weil ich die ja, wahrscheinlich am wenigsten in Age of Empires bisher gespielt habe. Also mit Spaniern bin ich wirklich nicht gut. Ich werde selbstverständlich versuchen zu rushen und ich spiele gegen Deutsche. Meine Heimatstadt ist Level 40, sein ist Level 48. Er hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spielpraxis als ich in letzter Zeit. Aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen von vornherein verloren habe. Also wir werden uns auf jeden Fall anstrengen. So. Ach ja, die Spanier können ja Hunde bauen mit ihrem Erkunder. Das vergesse ich immer. Jetzt wollte ich schon meinen Hund schlachten. Yay. Ja, wir gehen natürlich am Anfang voll auf Fleisch. Und dann würde ich mal sagen, machen wir was Lustiges. Und zwar schnappen wir uns dann gleich die Einheiten, welche nicht Musketiere sind, und zwar die Armbrustschützen und Pikeniere. Ich hätte vor, einen richtigen Holzrush auf ihn zu machen. Das habe ich vor vielleicht 3, 4 Jahren, als ich mit Age of Empires, oder 5 Jahren vielleicht schon, als ich zum ersten Mal Age of Empires gespielt habe im Multiplayer, hat das mal jemand gegen mich gemacht. Und ich habe das seitdem nie wirklich probiert. Und würde das ganz gerne mal ausprobieren. Das heißt, man geht nicht auf Gold, sondern nur auf Fleisch und Holz. Das ist natürlich ein Vorteil. Dafür aged man dann nicht so schnell. Also es hat Vor- und Nachteile. Die Map ist Prärie, ist also ziemlich klein. Mit dem Hund kann man auch mal erkunden gehen. Haus haben wir, perfekt, dann können die Siedler weiter durchgepumpt werden. Von der Heimatstadt 3 Siedler werde ich mir schicken, dann kann ich mir vielleicht die kostengünstigen Kasernen holen, aber wahrscheinlich eher gleich die 5 Siedler im nächsten Zeitalter oder gleich die 8 Pikeniere. Je nachdem, wie sich das entwickelt mit dem Rush in Anführungszeichen. So. 3 Siedler. So, die kann gleich mal einen Marktplatz bauen gehen. Na, jetzt aber. So, da haben wir doch mal einen schönen Schatz. Den schnappen wir uns. Ganz sicher. So. Uiuiui, gerade noch abgebrochen hier, sonst wäre der andere Bison uns weggelaufen. Aber wir gehen, wie gesagt, immer mit allen Siedlern auf einen. Das macht Sinn. So, und dann kämpfen wir uns mal weiter hier. 3 Siedler sind wie gesagt angekommen. Die Hermannstadt-Schiffsladung ist durch. Hier machen wir schnell die Schatzwächter weg. Sehr schön, holen uns den Schatz. Das sind 75 Münzen, das ist gar nicht mal so wenig. Das ist ganz schön gut. So. Die Bisonherde haben wir da trotzdem gleich abgegrast. Die Map ist aber relativ klein. Wir kommen also ganz gut voran. Wir haben auch die Fleischquellen gescoutet bereits. Läuft also gut bisher. Läuft gut. So, da ist seine Heimatstadt. Beziehungsweise, was heißt seine Heimatstadt? Sein Dorfzentrum ist hier. Ich hätte das ehrlich gesagt weiter im Nordosten vermutet. So, wir harassen ihn hier ein bisschen. Warum auch nicht? Irgendwann geht es uns Siedler durchaus drauf. Und wir haben die Schätze schon eingesammelt, die wir unbedingt gebraucht haben. So, wir holen uns nichts aus der Heimatstadt. Einen Siedler schicken wir schon mal hoch Richtung Norden. So, und dann dürften wir ziemlich bald ins nächste Zeitalter gehen können. Oh, wir verfolgen natürlich die Siedlerin. Die ist jetzt schon ziemlich down mit den Lebenspunkten. Ja, und jetzt fängt er an, auf uns zu schießen. Das geht natürlich gar nicht. Dann gehen wir ihm... Ach, da ist ja die Siedlerin. Die gehen wir wieder an. Und ich habe währenddessen vergessen zu agen. Verdammt. So, den Siedler haben wir schon mal postiert hier vorne. Jetzt gehen wir mit einigen auf Holz. Und wir können im Marktplatz schon mal hier die Gattersäge holen. So, ich glaube, die Siedlerin ist jetzt da oben. Bei der Goldquelle. Das hätte ich zumindest gemacht, wenn ich er wäre, jawohl. Also da können wir ihn ein bisschen ärgern. Mit der Siedlerin, die er da immer wieder ins Dorfzentrum schicken muss.
Okay, jetzt hier neue Fleischquelle. Zack, zack. Befehle sind gesetzt. Holz wird abgebaut, sehr gut. Dann gehen wir noch auf die Jagdhunde, die werden wir auch brauchen. So, jetzt denkt er vielleicht, dass ich ihn jetzt in Ruhe lasse. Weit gefehlt. Wir gehen ihm wieder auf die Siedlerin und er muss wieder rein mit ihr. Das bringt nicht viel, aber das ist ein bisschen Harassment, psychisches Harassment auch. Und das schadet nicht. Zumal diese Hunde jetzt auch nicht so teuer sind. Oh, er ist im nächsten Zeitalter. Gut zu wissen, gut zu wissen. Aber wir haben Heimatstadtschiffsladung übrig. Das ist auch gut. Und zwar schicken wir uns mit der einmal 8 Pikeniere und einmal 5 Siedler. So, wir bauen da vorne offensiv den Außenposten hin, um ihn zu ärgern. Gut, und jetzt können wir die Kaserne bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, und die Siedler natürlich, nicht vergessen. Verdammt, jetzt habe ich nicht genug Holz. Ist aber nicht weiter tragisch. Wir werden bald genug Holz haben. Ja, wir brauchen noch mehr Siedler auf Holz. Definitiv. So, die Pikeniere dürfen schon mal hochlatschen. Wir bauen hier noch ein Haus. Dann können wir auch endlich anfangen, Soldaten zu bauen. Das wäre gut, wenn wir das Haus fertig haben. Also das ist natürlich nicht perfekt getimed hier, der Rush, ne? Das ist klar. Das ist klar, aber es muss ja auch nicht perfekt sein. So, da unten geht er schon hoch. Mit seinen Ulanen. Das heißt, wir wissen, wo unsere Pikeniere hin müssen. Wir wissen's. Hola. Correcto. Sí. Voy a hacerlo. A las armas. Preparado. Preparado. Sí. Lo haré. So, jetzt harasst er uns. Aber wir nutzen die Zeit. Wir nutzen die Zeit intelligent. Sí, correcto. Leñador. Preparado. Sí. Wir nutzen die Zeit und zwar holen wir uns dann auch nochmal 700 Holz. Und wir haben ihm die Kavallerie vernichtet, sehr schön. Tja, das ist doch eine schöne Counter hier mit den Pikenieren gegen die Deutschen. Hat gut funktioniert. Das war in der Tat so gedacht. Müsst ihr mir jetzt nicht glauben, aber das war meine Hoffnung. Deswegen bin ich auch am Anfang gleich auf die Pikeniere gerusht. Ja, holen wir uns noch ein paar Rodeleros. Ach, können wir eh nicht, wir haben zu wenig Holz. Gut, dann noch ein Haus. Kein Problem. Alles machbar. Wir lassen uns ja gerade Holz schicken. Damit haben wir das Problem nicht dauerhaft. Und können dann auch gleich an die Produktion, zur Produktion kommen. Ich sehe ehrlich gesagt gerade gar keinen Grund, auf was anderes zu gehen als auf Pikeniere. So. Natürlich ist das nicht viel, was wir ihm da vernichtet haben. Also wir können uns noch nicht ausruhen auf unseren Lorbeeren. Aber wir bauen ja weiter Wirtschaft auf. Wir haben ihn ein bisschen harassen können, er uns auch. Wenn ich auf die Punkte schaue, ist er deutlich vorne. Also das sollte uns zu denken geben. Kann aber auch sein, dass er auf Wirtschaft rusht. Also wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall jetzt durch unsere Heimatstädte einen ganz schönen Vorteil. Wir können jetzt ordentlich produzieren. Und wenn ich dann noch Fernkämpfer nachgeschoben habe, bin ich eigentlich guter Dinge. Ja, 700 Gold ist, denke ich mal, das Beste, was uns jetzt passieren könnte. Und wir bauen noch ein paar Armbrustschützen nach. Nur aus einer Kaserne zu bauen, ist natürlich auch nicht so schlau. So, wir greifen schon mal an. Dann können die Einheiten, die nachrücken, ja, noch kommen.
Er ist Deutscher, das heißt, wir verhindern jetzt schnell, dass er weitere Einheiten bauen kann, indem wir ihm die Häuser einreißen. Das geht schnell mit Pikenieren. Gleichzeitig gehen wir ihm hier auf seine Einheit, gehen auf die weiteren Häuser, damit er da nicht noch mehr Armee nachproduzieren kann. Okay, okay, läuft gut, läuft gut. Jetzt erschließen wir die Fleischquelle da hinten. Okay, okay, läuft, läuft, wunderbar. Jawohl, ich glaube, er ist aufgeschmissen, er hat noch keine Infanteriearmee am Start. Ja, er hat jetzt Probleme, ernsthafte, gegen uns. Wir gehen ein bisschen auf die Siedler, überall. Oh, da hat der Doppelsöldner. Ja, ist ein bisschen durcheinander jetzt, aber der Angriff läuft. Der läuft weiterhin ganz gut, wie ich finde. Klar, Pikeniere haben gegen Doppelsöldner nicht so gute Chancen, aber wir haben die Masse. Und er braucht dringend Häuser, das sehen wir jetzt. Daran sehen wir, dass wir es richtig gemacht haben. Wir reißen das Haus ein, bevor er ein neues bauen kann. Und hier machen wir die Siedler weiterhin platt von ihm. Pikeniere sind nicht gut gegen Siedler, aber trotzdem, das ist ein riesiger Vorteil, den wir dadurch haben. Und außerdem haben wir ja gut Ressourcen. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Wir können noch zwei Siedler bauen. So, seine Minutemen machen mir jetzt ein bisschen Ärger. Ist aber nicht so schlimm, wir haben noch ein paar Pikeniere, die nachrücken können und ihn weiter aufhalten können. Er ist ins dritte Zeitalter gegangen, da hat er also seine Ressourcen reingesteckt. Gar nicht mal schlecht von ihm. Da müssen wir natürlich kontern. Schicken wir uns mal zwei Außenposten zur Verteidigung der eigenen Basis. Und jetzt hier Ulan en masse bei ihm. Da sind natürlich unsere Pikeniere perfekt dagegen, doch... Mit der Masse, die er jetzt hat, kann er ordentlich Schaden machen und kann mich aus seiner Basis raustreiben, wie es aussieht. Ist aber trotzdem kein großes Problem. Ich baue einfach noch eine Kaserne. Dann können wir gleich eine Menge nachbauen und er ist jetzt wirklich zurückgeworfen worden. Also klar, uns hat das Ganze auch was gekostet. Wir sind jetzt auch nicht gerade perfekt dran, aber das hat ihn auf jeden Fall geschwächt, wenngleich er in einem weiteren Zeitalter ist, was für uns nicht so gut ist. Aber was wir jetzt ändern... ich hätte gerne 4 Husaren. Und zwar bauen wir einen Außenposten hier hin. Und einen Außenposten bauen wir hier hin. Dann haben wir auch ein bisschen Map-Control. Das dürfte gut gehen. So. Und jetzt bauen wir am besten Pikeniere, ja? Doch, schadet nicht. Gegen seine Ulanen, die er sowieso bekommt. Die sind gut gegen Gebäude, die Pikeniere. Wir können sie auch noch upgraden. Also das ist keine schlechte Idee, hier weiter auf Pikeniere zu setzen. Und ich habe ja meine Außenposten ganz gut gesetzt, denke ich. Also ich habe hier einen... Ach Moment, der wird gerade gebaut. Okay, und der Außenposten sagen, mit dem kann ich noch einen bauen. Ist das ein Bug? Ich weiß es gerade nicht. Das ist wahrscheinlich der da hinten, oder? Ja, das ist der da hinten. Da soll der Wagen aber mal schleunigst hin. Man muss, wenn man seine Siedler so aufteilt über die ganze Map, muss man seine Produktion auch ein bisschen schützen. Und das mache ich jetzt eben mit den Außenpostenwägen. Oder ich versuch's. Ja, 10 Armbrustschützen, why not? Wir wollten ja noch Holzarmee bauen. Okay, wir können uns im nächsten Zeitalter dann 2 Kanonen holen. Das würde ich dann gerne sofort machen. Und auch noch eine ziemlich gute Sache, 4 Außenpostenwägen wären möglich. Ja, oder ich könnte die Häuser unnötig machen, aber das ist momentan nicht notwendig. Ich habe genug Häuser. Also Holzprobleme habe ich eh keine. Okay. Wir können uns sogar 2 Sachen schicken lassen. Noch besser. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo stecken wir unser Holz jetzt rein? Wir haben ein bisschen zu wenig Fleisch. Gehen wir hier mal auf die Bisons noch. So. Erstmal Upgrade der Pikeniere. Und dann lassen wir uns die Sachen schicken, die feinen Sachen.
Nochmal 5 Husaren vielleicht. Die 4 Husaren können schon mal hier hoch. Und das hier wird jetzt unser Heimatstadtpunkt. Das heißt, da kommen die Truppen raus. Ja, also man sieht es jetzt auch an den Punkten. Wir sind ihm überlegen. Wir haben ihn einfach zurückwerfen können durch den Anfangsrush. Sowas darf man nicht unterschätzen. Ne? Also sowas ist schon was wert. Und ich sehe, er bringt seine Armee in Position. Nicht gut für uns, nicht gut für uns, gar nicht gut für uns. Eieiei, das ist schon einiges. Hm, gut, dass die Kanonen gleich eintreffen. Ich habe nämlich keine Bevölkerung mehr übrig. So, er muss jetzt auf die Kanonen gehen. Und weil er auf die Kanonen gehen muss, kann der Rest der Armee ihn platt machen. Dadurch verlieren wir zwar die Kanonen, was nicht so gut ist. Eine Kanone, was nicht so gut ist. Die andere ist fast tot. Aber wir haben jetzt wieder den Armeevorteil. Wir haben jetzt wieder einen Vorteil. Mit der Kanone können wir sein Dorfzentrum unter Beschuss nehmen. Wir können ihn angreifen auch einfach. Würde ich meinen. Wir haben ja schließlich unsere Kanone, die von hinten reinschießt und wir müssen ihn klein halten. Wir müssen ihn klein halten. So, jetzt haben wir noch mehr Kavallerie. Jetzt gehen wir ihm nochmal aufs Dorfzentrum hier. Dann gehen wir ihm hier noch auf ein paar Siedler, um ihn weiter zu schwächen. Auch der Angriff ist eigentlich nicht gedacht, um den Sieg jetzt zu erbringen. Aber er ist dazu gedacht, uns Zeit zu erkaufen. Und das macht er auf jeden Fall. Das schafft der Angriff. Würde ich mal behaupten. So, er geht uns jetzt hier auf die Kanone. Das war klar, dass die irgendwann fällt. Ist nicht so schlimm. Wir halten ihn weiter unter Druck. Wir sorgen dafür, dass er keine Wirtschaft ausbauen kann. Das passt alles. Von meiner Warte aus gesehen, passt das? So. So, mit der Kavallerie gehen wir immer auf die Siedler und mit dem Rest der Armee auf die Plänkler, die uns da ein bisschen ärgern. Und wir gehen ins vierte Zeitalter, denn da erwarten uns tolle Sachen. 10 Musketiere mal. Warum auch nicht? Und wir gehen hier weiter aufs Dorfzentrum, die nein ihm das so ein bisschen. Ja, wobei, da verlieren wir unsere Husaren, ne? Das können wir jetzt hier nicht mehr einreißen, das Dorfzentrum. Wenigstens haben wir seine Armee platt gemacht und ihn weiter geschwächt wirtschaftlich. Also wir sind jetzt sehr gut dabei. Er wird wahrscheinlich hier jetzt seine Ersatzbasis aufbauen wollen. Die können wir mit den 2 Kavalleristen noch scouten, diese Ersatzbasis. Wir bauen eine Kirche. Ich würde nämlich ganz gerne Merkantilismus holen. Konstruktor. Damit wir mehr Heimatstadtschiffsladungen haben. Dafür brauchen wir mehr Gold. Die Upgrades für Gold haben wir mittlerweile rausgehauen. Wir brauchen aber noch mehr Goldsiedler. Wir haben natürlich wenige Siedler, das ist auch klar. Denke ich. Jo, da macht er jetzt unsere Armee noch platt. Er hat einiges an Ulanen noch übrig. Deswegen bauen wir jetzt auch noch ein paar Pikeniere. Wir brauchen wenigstens ein paar. So, die Kirche ist fertig. Sehr schön. Das ist der Merkantilismus, den ich gern hätte. Da fehlen uns noch 1000 Gold zu. Ich könnte mir 1600 Nahrung schicken lassen. Okay, das wäre natürlich was. Spanischen Platz. Entweder 10 Pikeniere und 8 Rodeleros oder 24 Pikeniere oder 24 Armbrustschützen. Da entscheide ich mich doch ehrlich gesagt für die 24 Pikeniere. Die können wir dann nämlich noch zur Tercio-Formation verbessern. So. Wie machen wir das jetzt? Wir schicken die 24 Pikeniere, wir bauen ein paar Häuser. Oh, ich drücke die falschen Knöpfe. Skill. Ah, ich habe noch kein Gold, kein Fleisch in Gold getauscht, glaube ich, bisher. Das dürfte also noch ganz effektiv gehen. Dann holen wir uns jetzt Merkantilismus. So, sehr schön. Dann ist unsere Armee gleich um einiges größer. Und wir können gleich noch mehr von
noch mehr Einheiten schicken. Den spanischen Platz holen wir uns dann gleich auch noch. Dann haben wir wirklich eine fette Armee, mit der er es nicht mehr aufnehmen kann. So, er hat natürlich Sicht auf uns durch den Kundschafter da hinten. Das ist nicht so gut. Oh, wir brauchen noch mehr Häuser. Ich hätte gedacht, das würde reichen, aber wir brauchen noch mehr. Den spanischen Platz holen wir uns noch. Ja, und dann holen wir uns noch die Grenzverteidigung, würde ich sagen. Also das ist zwar jetzt aus dem dritten Zeitalter, aber und eine Fabrik oder 1600 Nahrungseinheiten wären auch nicht schlecht. Allerdings glaube ich, wir müssen ihn jetzt einfach in die Knie zwingen. Dafür ist das ganz gut geeignet. So, jetzt verbessern wir noch die Armbrustschützen, damit die sich nicht so schlecht fühlen im Vergleich. Ja, nur haben wir gar keine Ressourcen für die Tercio-Formation, das ist natürlich nicht so gut. Ach, wir greifen an, würde ich sagen. Der Rest kann nachrücken. Ja, der Rest kann nachrücken. Wir brauchen jetzt auch keine Tercio-Formation zwingend. So, wir gehen einfach voll drauf. Mit Husaren pikenieren, Fernkämpfern von hinten. Keine Chance für den Feind. Dann geht er voll drauf. Jetzt sind unsere Armbrustschützen ja auch noch Veteranen. So, also ich habe Mülleinheiten, aber ich habe halt viele davon. Und deswegen klappt das hier ganz gut. So, wir reißen jetzt einfach alles ein, was wir finden können. Ich glaube, der Angriff wird ihm den letzten Schlag versetzen. Da wird er sich nicht mehr von erholen können. Die Sache ist gewonnen. Na, vielleicht freue ich mich auch zu früh. So, das ist total ineffektiv, so viel tauschen zu müssen, weil man da ja ständig Verluste hat bei. Aber ich wollte jetzt unbedingt die Tercio-Pikeniere haben. So, wir bauen jetzt eine Wand an Mauern auf gegen ihn. Eine Mauerwand. Wow. Da unten nervt uns ein Kundschafter. Aber wir sind punktetechnisch auch so weit vorne, der wird das nicht mehr einholen können. Wir haben gewonnen, denke ich. GG. Jetzt sind es noch Tercios. Perfekt. Ja, wir haben gewonnen, sehr schön. Dann schreibe ich auch mal mein GG. War ein schönes Match, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Es hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Er ist eben als Deutscher mit Ulanen hat er Probleme gegen Tercios, das ist klar. Ja, und so haben wir ihn eben am Anfang erwischt, konnten verhindern, dass er uns harassed, haben dann Angriffe setzen können, die ihn immer empfindlich geschwächt haben, haben in der Zeit unserer Wirtschaft ein bisschen aufbauen können. Er hat zu früh geaged, er hatte eben hohes Risiko gegangen, das heißt, hätte ich ihn 5-6 Minuten später angegriffen, hätte ich vielleicht keine Chance gehabt, aber dadurch, dass er geaged hat und ich dann direkt angegriffen habe, hatte er eben keine Chance mehr, wenn wir in die Statistik schauen. Ja, denke ich mal, war es lange Zeit recht ausgeglichen, schauen wir mal bei Anzahl Dorfbewohner. Ne, ich bin da von vornherein vorne, weil er Siedlerwägen hat. Die sind also ein bisschen wertvoller, seine Dorfbewohner. Und hier, in Age 2 zu Age 3, da hätte er mich überholt. Aber da habe ich ihn dann eben wirtschaftlich geschwächt, sodass er hier runtergegangen ist, wie ihr seht. Und hier dann nochmal in dem Angriff runtergegangen ist. Und dann habe ich letztlich gewonnen. Bei Anzahl Militäreinheiten, seht ihr, da war ich viel früher dran als er. Ja, so gewinnt man so ein Match. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Abonniert, wenn ihr dranbleiben wollt. Wie gesagt, jeden Sonntag ein Age of Empires 3 Cast. Ciao, bis zum nächsten Mal. GG an TPF. Euer General Pilofas.